Dieses Porträt soll den letzten Ansbacher Markgrafen zeigen. Warum sind Sie hier? Was wissen Sie noch nicht? Ob es original ist, ob es wirklich ein Hofmaler war in Ansbach, ob es wirklich der Markgraf auch ist, keine Ahnung. Deswegen will ich das ja wissen. Ach, Sie wissen gar nicht, ob es wirklich der Markgraf ist? Es wurde mir gesagt von dem Herrn, der es mir verkauft hat, aber... Haben Sie einen guten Preis gezahlt? Weiß ich nicht. Das wird sich erst herausstellen, wenn wir dann die Expertise bekommen. Wie viel haben Sie gezahlt? Ja, so um die 1200 Euro ungefähr, 1200, 1300 Euro. Hallo, guten Hallo. Abend. Hallo. Guten Abend. Tag. Prächtiger Mann. Wo haben Sie ihn her? Wie heißt er bei Ihnen? Das ist der Markgraf, der Ansbacher Markgraf. Wir haben ihn auch von privater Hand aufgestöbert, mehr oder weniger, hier vor einigen Ansbach? Jahren. Nee, nicht in Ansbach, aber aus der Region. Ja. Er hängt im Treppenaufgang, weil er uns dort sehr gut gefällt, an dem Platz, wo er ist. Ja. Er braucht Licht von links. Hat er? Dann hat wirkt er besonders plastisch. Da also achten viele nicht drauf und wundern sich, warum die so leblos da rumhängen. Das ist Zufall. Das und wo Licht das Licht herkommt, das definiert eben Schatten und Licht und die Glanzlichter auf den Pupillen. Wir haben hier doch eine Retusche anzubringen. Es ist eben nicht der Markgraf Alexander von Bayreuth-Ansbach, denn der war ein aufrechter Lutheraner. Und so jemand hätte niemals den bayerischen St. Georg-Orden getragen. Das war ein katholischer Orden, ein bayerischer katholischer Orden, den der Kurfürst nur an wenige verlieh. Und der wurde mit diesem breiten blauen Band getragen und dieser wohl blauen Ordensmantel. Und er trägt ihn als alleinigen Orden. Und damit ist eben der Verdacht ganz stark, dass es nicht Alexander ist. Der trug immer den preußischen schwarzen Adlerorden mit oranger Ordensbinde, sondern Max der Dritte Josef, der spätere Kurfürst von Bayern. Und er trägt jetzt aber nicht den Orden, den er später bekommt, den Orden vom Goldenen Vlies. Das war der höchste Habsburger und kaiserliche Orden mit diesem kleinen Lämmlein unten dran, sondern diesen Orden hat er erst 1745 bekommen. Und das führt zu einer Datierung. Das heißt, das Bild muss, und das passt auch stilistisch, muss vor 1745 entstanden sein. Stilistisch weist es auf den Porträtisten Desmarets hin. Ist auch ein recht gutes, eines dieser zwar nicht einzeln angefertigten, sondern wahrscheinlich doch in immer einiger Stückzahl angefertigten repräsentativen Porträts, die man gebraucht hat, um präsent zu sein. Sich auch einzuordnen in den Rang von Fürsten, die gleichbedeutend waren, mit denen man verwandt oder von denen man abhängig war. Und gerade so ein überlebensgroßes Halbstück oder Brustbild spielte in den Vorzimmern einer Residenz, eines Palais, eine ganz besondere Rolle. Und es gab viele Palais und viele Residenzen, mit denen man verwandt war und wo man hängen musste und wollte. Er trägt hier die rote Hoftracht zusammen mit einem Brustharnisch, der ihn von seinem militärischen Rang her definiert. Er wird hier wohl als Kronprinz dargestellt. Es ist eines dieser Porträts, die sowohl auf Repräsentation aus sind, als doch auch dann ein bisschen den Versuch unternehmen, den Menschen zu charakterisieren. Nicht? Wenn Sie das Antlitz anschauen, den Mund anschauen, die Art und Weise, wie er in die Welt schaut, lässt sich einiges über den Charakter sagen. Ein leicht vorsichtiger, ich würde nicht sagen zweifelnd, aber leicht vorsichtiger, beobachtender, jüngerer Mann, der noch nicht jetzt wirklich das Heft in der Hand hat, aber der dafür vorbereitet worden ist und der uns da in aller repräsentativer Großartigkeit, möchte ich fast sagen, gegenübertritt. Vom Rang und vom Stil her muss es der schwedische Maler Desmarets sein, der damals die Porträts am Münchner Hof fertigte. Was ich nicht ganz glücklich bin, das wird Sie aber dann in Unkosten stürzen, ist mit dem Rahmen. Der Rahmen ist ein späteres Mischprodukt. Da gibt es interessantere und bessere Möglichkeiten. Wir haben so bekommen mit diesem Rahmen. Ja. Ich habe echt gedacht, das ist der letzte Markgraf von Ansbach, dieser
Karl Christian Friedrich Alexander. Nein. Aber ist das jetzt nicht eine große Enttäuschung für Sie? Nein, überhaupt nicht. Nein. Nein. Sie sind ja einen Rang höher, vom Markgraf zum Kurfürst. Ja. Und von einem unbekannten Maler zu einem, ordentlichen zu einem sehr bekannten Maler. Ja, und ist dann in München entstanden sozusagen? Ist in München entstanden und die wurden dann an Nachbarn verschenkt. Und das ist ein solches repräsentatives Gemälde, das die rangnahen und territorial nahen Fürsten hervorheben sollte. Was haben Sie gezahlt, wie Sie es gekauft haben? So um die 1200 bis 1500 Euro. Also ja, ja. Eine Größenordnung zwischen 3.000 und 5.000 Euro ist durchaus, durchaus drin. Andere Porträts von ihm hängen in den Kurfürstenzimmern der Münchner Residenz. Ja. Da können Sie sich ganz gut, der Ähnlichkeit vergewissern. Ist da keine Kopie, das ist richtig? Also, naja, das sind schon, die gibt's. Schon Kopien, aber von dem Desmarais eben. Das sind Werkstatt auch Desmarais, nicht? Also man könnte sich, würde nicht für jeden Quadratzentimeter, der hier gemalt worden ist, den Desmarais meine Hand ins Feuer legen. Aber das ist die Werkstatt und da gibt es eine ganz erkleckliche Anzahl von diesen Porträts, die aber in der Zeit entstanden sind und durchaus ihre Qualität haben. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke für die Information. Ja.